Holz. So Leute, heute bin ich direkt in Wetzlar. Wo hier? Weil heute ist in Wetzlar. Es klingelt auch noch das Telefon. Triak. Ja. Wie gesagt, jetzt hat es eben gerade das Telefon geklingelt und ich klingel das Telefon schon wieder. Jetzt leck mich bald am Arsch. Ja? Ne? So Leute, ich melde mich jetzt zum dritten Mal. Jetzt ist wenigstens mein Kumpel. Hier ist übrigens Stadtmauerreste, wie ihr sehen könnt. Und heute sind wir gewaltig beim Goethefest, weil im Mai 1772 ist Johann Wolfgang Goethe ab 1786 mit Ehren von Titel, also Johann Wolfgang von Goethe, war der ja schön hier in Wetzlar gewesen. Weil er ursprüngliche Frankfurter war, wollte sein Vater, dass er hier schöne Jura-Ausbildung macht. Und das hat er dann auch hier getan. Und hier in Wetzlar ist auch der berühmte Roman Die Leiden des jungen Werther entstanden. Also insofern, hier geht's richtig rund, Leute. Und hier ein Blick auf den Dom. Noctare der Dom. Eben, hier wird auch wieder irgendwas gebaut. Ja, Leute. Und deswegen geht's jetzt richtig rund heute. Ach so, stimmt, das wollte ich euch ja auch noch erzählen. Ich werde nämlich mehrere Folgen machen über Goethe in Wetzlar. Und zwar heute, mal gucken, was hier los ist. Und dann wird eine Folge folgen, wo Goethe überall war hier in Wetzlar. Und dann werde ich noch eine Folge drehen, wo ihr sehen könnt, die einzelnen, wie sagt man, Schauplätze aus dem Roman Die Leiden des jungen Werther. Also Leute, ja, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, tut mich einfach nur subscriben, also mich abonnieren, genau. Gut Leute, so ihr seht, es ist mächtig was los. Jetzt muss ich erstmal meinen Kameraden da finden, damit wir erstmal massiv Bier trinken können. Oh, ich habe natürlich schon zwei große gesoffen, konnte ich aber nicht zeigen, wegen Böhmi und dem Bumsi. So Leute, wie gesagt, im Hintergrund der tolle Dom und hier die schöne Altstadt, die wir gleich näher betrachten werden, aber jetzt wird erstmal ein massiver Schluck Bier getrunken. Prost. 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 Ei, das schmeckt natürlich wieder. Hey! Mutter Erde. Hier gibt es genauso ein Altstadtmodell, wie es das Altstadtmodell auch von Limburg gibt. Ihr habt ja hoffentlich mein Video gesehen von Limburg. Very impressive. Scholz? Ahí sí te inspiras a bajarlo. Carajo. Desde allá. Pizzicato Mucke. Pizzicato Mucke. Ja, Leute. Jetzt begeben wir uns gerade oben vom Rosengärtchen Renop, die Wetzlarer Altstadt. Auf jeden Fall, das stimmt da wirklich diesmal. Eben war ja auch.
como Elemento de Bildung. Ajá. Entonces, cuando está, cuando hay... So, Leute, hier ist die Hausermühle. Da hinten wäre früher mal das Hauser Tor gewesen. Und hiermit betreten wir die Altstadt von Wetzlar. In dem Haus hat früher mal der August Bebel gewohnt. Aber August Bebel war ein Sozialdemokrat. Die Sozialdemokraten haben die Monarchie abgeschafft. Und zwar am 9.11.1918. Aber hier war es angenehm. Es ist ein schönes Fachwerkhaus. Haben hier natürlich wieder schön eingepackt, damit wir so wenig davon sehen können. Und zwar nur deswegen. Würsten. Ja, wie es aussieht, wird das Häuschen hier neu gemacht. Und weiter geht's. Hier sieht man das nächste schöne Fachwerkhaus. Filthy. Eben, Rünnackt. Das war auch wirklich nötig, das Häuschen neu zu machen. Schön. Eben. Ja, Leute, hier ist heutzutage das Rathaus von Wetzlar drin. Ja, Leute, nicht auf mich achten. Guckt euch mal hier die schöne Altstadt an. Yeah. So Leute, ihr wisst ja, ihr kennt mich ja nicht anders. Das schmeckt. Hey Leute, hier steht die Tür offen. Deswegen gucke ich hier einfach mal voll fett frech hier rein. Loch. Nicht, dass ich wieder Ärger kriege. Aber guckt euch mal, wie schön das hier drin ist. Und hier unser freier Reichsadler. Wetzlar für immer. Scholz? Ja.
Dreck, das ist die Kamera schon wieder nicht richtig gelaufen. Weil ich schon wieder so dicht bin. Scheiße, Alter. Wollte ich euch schön zeigen. Da, angenommen, ich wäre jetzt die Eseltreppe runtergefallen. Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. Wisst ihr warum? Weil die Kamera habe ich wieder nicht richtig angeschaltet gehabt. Loch. Das ist ein Dreck. Loch. They called him Mr. Magnano. Leute, das Gebäude, was ihr hier seht, das wurde umgesetzt. Das stand ursprünglich mal ein bisschen weiter hier vorne und haben es dahin umgebaut, weil da hinten ist die Neustadt. Die Neustadt hatten sie auch komplett neu gemacht. Da gibt es auch noch wenige Häuser davon. Vielleicht werde ich das auch nochmal aufzeigen. Aber hier guckt's. Da steht es nochmal genau drauf. Wow. Eben. Pinkeln. Auf jeden Fall, das stimmt. Und? Scholz? Ich muss schon wieder pinkeln. Mr. Sehen. Mr. Bumsen! Schnöckt! Ja. Guck mal, nur das obere Teil ist Fachwerk. Fachwerk mit den. Zuerst Steine und dann oben Fachwerk. Noctar, der Muttertag. Oh, kommt mal bei der Tour hier. Kann das mal eine Tour ist. Wann tut ihr das? Ist verrostet.
ein schöner Tag. Eine Fettküche. Guck mal, das Tor ist sehr schön. Guck mal, das ja. Hallo. Hallo. Wie meint ihr? Das ist halt Natur. Der Säuturm, Loch. Was wurde da getan? Na, da wurden früher diese Schweine durchgetrieben. Hier vorne, wo jetzt der Durchbruch ist, war früher noch die Stadtmauer. Ja. Daneben, wo das Halteverbotsschild ist, geht die Stadtmauer weiter. Das ist einer von den paar erhaltenen Türmen der Stadtmauer Wetzlar. Neben. Und hier ist natürlich scheiße, haben sie wieder ein modernes Haus gebaut, ja. Die Bastarde. Ja. Wie hässlich. Ja. Trifft sich schon mal gut, gell? Ah, okay. Das ist hier der Kornmarkt, eben, wie ich es gesagt habe. Ja. Vorhin waren wir am Eisenmarkt. Und hier sind auch lauter Frierslokale. Hey, mit Wojciech Zwieback, der Mann, der immer so viel Zwieback aß. Eben. Ja, heute total fürpfig. Für heute reicht das hier, was ich für Videomaterial gesammelt habe. Ich werde nochmal direkt zurückkehren hier. Ich war nämlich richtig geil eingeladen worden zum Friessen. Da habe ich schön gefressen und ich habe noch gesurft. Loch. Eben. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Pipili pip. Pipili pip. Pipili pip. Ja? Ah, gute wieder.